Sätze weit von einem weg sind, sondern man kann sich auf Augenhöhe miteinander unterhalten. Im Kundenservice lerne ich unter anderem Tickets zu beantworten und Telefonate zu führen. Dabei macht es einem sehr viel Spaß, wenn man vom Kunden positives Feedback erhält. Darauf kann man schon stolz sein. Möchtest du Teil vom Mitfall? So, kräftigen Schluck aus der Pulle genommen und jetzt geht's hier heiter weiter. Erster FC Köln gegen Schalke 04, das nächste Kracher-Halbfinale. Sicherlich die Schalker mit einem kleinen Nachteil, weil sie jetzt gefühlt sehr, sehr wenig Pause hatten. Was war das eben für ein Halbfinale? Irre. Schiedsrichter Eugen Fritz steht auch schon bereit. Und sind wir einfach sehr, sehr gespannt, wer hier einzieht. Neben Borussia Dortmund ins Endspiel gibt es etwa das Revierderby. Dortmund gegen Schalke als Freeway Cup Endspiel. Was wäre das denn für eine Nummer, bitte? Wir können jetzt schon sagen, dass der Titelträger des Freeway Cups definitiv aus NRW kommen wird. Wir können auch sagen, dass der erste FC Köln nach wie vor die Chance hat, seinen Titel zu verteidigen. Dafür müssen sie jetzt Schalke 04 aus dem Weg räumen. Wir sind gespannt. Spiel läuft. Halle ist mittlerweile voll da. Stimmungstechnisch eines der besten Turniere der letzten Jahre. Das können wir jetzt schon mal festhalten. Kein Wunder bei dem, was hier auf der Platte abgeht. Die, die hier schon etwas länger dabei sind, wissen schon, auf wen müssen wir achten. Das ist bei Köln definitiv die Nummer 15, Amori Cissé. Das ist aber auch mit der Nummer 5, Viktor Fielwock, Moritz Tell und Marco Stüttgen, 20 und 9 bei Köln, die hier einen richtig guten Eindruck hinterlassen haben. Da ist jetzt Cissé mit der ersten Möglichkeit. Was macht er da? Unfassbares Tor. Eine richtig geile Kiste, die der hier auspackt. Mit dem Spiel über die Bande. Schaut euch das an. Und das will der genauso. Keine Chance für Braune. Was für ein Dreckskerl. Wahnsinn. Also eben angesprochen, Top-Torjäger der Kölner. 10 Saisontore in der Regionalliga und auch hier ganz vorne dabei für die Kölner. So, Schalker Tor ist leer, Braune aufgerückt. Thiel versucht, an den Ball zu kommen. Und das Trömmelsche geht unaufhörlich. Und die Halle macht mit. Nächster Schussversuch. Bei den Schalkern vorne der Kapitän Juan Cabrera. Die Führungsfigur, aber die Kölner machen das 2:0 durch Mikael Özkan. Und die kommen aus dem Lachen kaum noch raus hier. Trocken abgezogen. Das Trömmelsche geht erneut. Es wäre übrigens die Neuauflage des 2018er Endspiels. Köln gegen Dortmund. Genau das hatten wir im Vorjahr auch. Das gibt's auch nicht alle Tage. Jetzt aber die Chance im Anschluss, aber wieder aufmerksam verteidigt. Carlo Kettig. Hier haben wir nochmal
Kettich mit der Riesenchance gegen den Pfosten. So, jetzt die große Möglichkeit für Schalke zum Anschlusstreffer. Aber da passt Jonas Urbik. Aber mal gehörig auf. Erster Fußballclub Köln-Gesänge hier in Lübbecke. Ich hoffe, das kommt so ein bisschen rüber. Irre. So, wieder durchgesetzt. Freistoß für die Kölner. Blockwechsel vollzogen. Wechseln immer sehr, sehr schnell. Dadurch immer wieder frische Beine auf der Platte, suchen jede Gelegenheit zum Durchtauschen. Cissé verliert hier den Ball, aber ist sofort wieder da. Kämpft sich die Kugel wieder. Cissé macht es selber in die Arme von Maxi Braune. So, klasse rübergelegt jetzt, aber Jonas Urbik, der auch ein tolles Turnier spielt im Tor der Kölner. Mal wieder dazwischen. Özkan, Ball abgefälscht, Ballbesitz für die Kölner. Urbik wieder. Spielt ein tolles Turnier. Ja, das klappt noch nicht so. Seine Abschlüsse Richtung Tor. Maximilian Braune will es besser machen. Nein, Urbik hat die Kugel. Schalke bleibt dran. Schalke gibt nicht auf. Schalke versucht, den Anschluss wiederherzustellen. Ich habe das schon ein paar Mal heute gesagt, wer schon länger dabei ist. Auch dieses Ding ist noch lange nicht gelaufen. Nicht in der Halle. Hier kann so viel, so schnell passieren. Da haben wir einen treuen Köln-Fan. Als hätte er es von morgen gewusst beim Anziehen, was heute wieder passieren wird. Köln auf dem Weg ins Endspiel. Wäre die vierte Endspielteilnahme für die Kölner. 2001, 2009 und eben 2018, wo sie gewonnen haben. Schalke einmal im Endspiel im Jahr 2010. Und jetzt der Treffer für Königsblau. Torschütze Matteo Biondic. Sehen wir hier nochmal. Wunderbar zurückgelegt, der Ball einmal mitgenommen und super gegen die Laufrichtung des Torwarts vollendet. Klasse eingefangen hier. Das Team von Kamera OWL. Auch die Jungs seit Stunden, gestern und heute, an den Kameras in der Regie. Insgesamt ja alleine die Netto-Spielzeit, über 10 Stunden an 2 Tagen mit Show-Acts, mit Pausen etc. noch viel, viel länger. Also Riesenleistung auch des ganzen Teams. Aber die Protagonisten machen es einem ja auch leicht, dass es Spaß macht hier, diese Bilder einzufangen. Hier nochmal das Foulspiel. So, Braune. Köln hat so dieses Anfangsfeuer so ein bisschen rausgenommen. Schalke kommt mehr auf. Nächster Schussversuch. Und das dürfte Abstoß geben. Ich habe mal gewartet, was Eugen Fritz anzeigt. Ich habe es nicht erkennen können. 50-50. So, Schalke wieder mit dem Ballgewinn. Bleiben jetzt dran. Haben wir Willi Landgraf. Heute schon immer mal wieder erwähnt. Zweitliga-Legende. Ja,
Klare Nummer im Ringerstil. Du bist auf die Platte gelegt. Köln mal wieder. Länger her. Tor ist leer. Hat Matteo Biondic nicht so geschaltet. Er hätte gleich abschließen können, aber lag sich ja auch mal im dicken Sessel auch immer so leicht. So. Abgefälscht. Kein Problem für Braune. 6 Minuten noch. Kölner führen mit 2:1. Das ist Cissé. Das ist unglaublich! Dieser Kerl! Namori Cissé. Das ist ein Vollblutstürmer hier. Der kommt mit dem Fuß gerade so ran und legt den Ball trotzdem noch um den Verteidiger rum. Sensationelles Tor. Der war im Bedrängnis, lässt sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Und jetzt ist ja Viva Colonia in Lübeck. Aber Schalke gibt nicht auf. 5,5 Minuten sind die Welt in der Halle. Da kann noch so viel passieren. Eckball für die Schalker. Und jetzt der Ball bei Jonas Urbik im Tor der Kölner. Schalker müssen dann eben schon kaum Pause gehabt. Direkt nach dem Show-Eck wieder in das Spiel um Platz 3. Ja, muss doch noch treffen eigentlich. Juan Cabrera, der Kapitän mit der Nummer 10 beim FC Schalke. Versuche über die Bande zu spielen. Cissé. Ah, unsauberer Pass. Aber fast trotzdem noch die Chance für Viktor Vielwok. Jetzt ist das Spiel. Vielwok mit der Bande legt sich dann den Ball zu weit vor. Braun hat die Kugel und macht das Spiel jetzt schnell. Hier nochmal die Chance und der letzte Kontakt vor dem Abschluss. Der war etwas zu weit. Cabrera macht sie nochmal auf. So, Ballverlust, große Chance Cabrera, aber braucht da ein bisschen lange. 3 Minuten auf der Uhr. Schalke braucht irgendwann den Anschluss, um nochmal richtig Druck aufzubauen. Um auch die Halle vielleicht nochmal unruhig zu machen, um Köln nervös zu machen. Oder machen sie sofort den Deckel drauf. Klasse rübergelegt, Brustmitnahme, Volley-Abschluss, Cabrera, etwas glücklos. Freistoß für die Schalker. 2 Minuten noch. Immer noch Zeit genug. So mal 30 Sekunden sollten sie langsam mal den Anschluss machen. Aber je eher, desto besser natürlich. Desto eher können sie noch Druck aufbauen. Jetzt gibt es erstmal Freistoß
für die Kölner. Schauen wir uns an. Ja, klare Nummer. Taktisches Foul. Gab. Gab keine zwei Minuten. Schalke noch komplett. Immer drüber nachdenken können. Das war mit viel Augenmaß. Aniel Özgen ärgert sich da. Özgen attackiert wieder. Also Schalke fightet hier, um nochmal ranzukommen. Knappe anderthalb Minuten. Freistoß Schalke. Klasse rübergelegt. Und der Anschluss, da ist er doch. Wir haben das Drama, Baby. Matteo Biondic mit dem 3:2. Mit dem Anschluss für die Schalker. Hier sehen wir es nochmal. Klasse rübergelegt. Einmal verladen, wunderbar. Durch die Beine. Und jetzt gehen wir mal mit richtig Spannung hier. Jetzt geht es in die heiße Phase. Die letzte Spielminute der Begegnung wird Ihnen präsentiert von Packkonzept. Kartonagen aus Lübecke. Also 50 Sekunden noch. Wer will es mehr? Tor ist frei. Schuss geblockt. Wichtig. Ich hab's gesagt. Zwei Tore Führung in der Halle. Schalke hatte fünften Spieler auf der Platte. Ballbesitz jetzt für Köln. Da ist Cissé. Was hat der noch Verrücktes im Köcher? Beziehen die Spieler mit ein. Gut gespielt. Kriegen sie den Ball nochmal rüber. Auf Cissé mit der Bande. Cissé! Natürlich Cissé! 4:2. Und der strahlt. Der strahlt nonstop. Hier, über die Bande. Das will er genauso. Wunderbar gemacht. Und er muss das Füßchen hinhalten und weiß genau, wo er stehen muss. Die Kölner. Für mich gleich Favorit. Im Finale gegen Borussia Dortmund. Wir haben die Neuauflage des Vorjahresendspiels. Das war's. Der FC Köln steht im Endspiel um den Freiburg Cup 2019. Der Titelverteidiger hat die große Chance auf den Cup-Gewinn. Und gewinnt dieses Spiel hier mit 4:2.